die Nasenkorrektur und OP, diesmal mit einer Vier-Punkte-Nase. Das heißt, wir versuchen die Nase insgesamt eine Stufe höher zu stellen. Man sieht hier, die gesamte Nase wird hier bearbeitet. Es ist eine voroperierte Nase, also damit ist es auch deutlich schwieriger, diese hier zu bearbeiten. Aber davon haben wir einfach nur zu viele und denke ich, das schaffen wir auch. Man sieht hier schön, wie die Nase, wie viel Höhe die bekommt. Also der Nasensattel fehlt hier in der Regel durch die OP und das wird nochmal neu aufgebaut. Das wird sie wahrscheinlich noch einige Male durchführen. Man sieht hier den Unterschied, wie hoch das Ganze ist. Jetzt muss es nur noch natürlich weiter durchgeführt werden, damit man das gar nicht mehr bemerken kann. Sie wird wahrscheinlich noch ein, zwei Behandlungen durchgeführt bekommen, damit sie das Endergebnis erreichen kann. Aber ich denke, wenn man jetzt das einmal sieht, dann sieht man, dass sie eine schöne Nasenspitze bekommen hat und der Nasenhöcker nicht mehr so breit anliegt.